überlegt, anstatt einem Vlog mal eine Challenge zu machen, weil wir die letzten zwei Tage jetzt nicht so viele krasse Sachen erlebt haben. Das war jetzt eher so Feiertag, zwei Feiertage. Ich meine, hier in Korea war ja auch Neujahr. In China. Gestern und heute oder in China. Und wir machen eben heute die sogenannte Popcorn-Challenge. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, wurden wir gerade von Fabian gestört. Zeig ich mal. Ja, genau. Der ist gerade hier am Hygienieren. Wir fahren jetzt fort mit der Popcorn-Challenge, ganz einfach. Zu meiner Linken der Nils und zu meiner Rechten ist Arne. Fabian kennt ihr ja schon und Justus ist an der Kamera. Nochmal danke, Moin, bitte. Wir machen jetzt die Popcorn-Challenge. Die Regeln sind folgendermaßen: Nils fängt an, dann bin ich, dann ist Arne. Jeder hat 5 Popcorn. Wer am meisten in seinen Mund so fängt, hat gewonnen. Also hier ist der Mund, ne? Fangen wir an. Ja? Das war aber knapp, du. Ich hab's noch nie gemacht übrigens, ne? Also ich muss mich konzentrieren und so. Oh, Scheiße. Kranker Scheiß. Dauert lange, so ein Popcorn zu kaufen. Glaub ich. Mal ein großes. Mensch, ein Scheiß, Alter. Sieht nach einer Niederlage aus. Jesus Christ. Christus. Ich hab's gefangen. Auf geht's, mach jetzt. Scheiße. Ist ja unglaublich. Wie Tiere seid ihr, ey. Oh. Nein! Also bei mir geht's jetzt um alles. Also er hat eh schon gewonnen. Nein, hat er nicht. Noch einen Versuch machen, er hat ja seinen letzten verworfen. Wenn er daneben wird, so, jetzt, ich muss mich konzentrieren. Schaffst du eh nicht. Du hast ihn verloren. Junge, wenn ich den drin habe, habe ich gewonnen. Hä? Achtung. Du hast zwei auf dem Boden gewinnt. Einen. Nein, zwei. Achtung. Du hast eine Fahne geworfen, jetzt ist der schon weg. Mach jetzt. An, schafft das jetzt nicht, weil Christus im Weg ist. Christus! Mensch, also wir gratulieren dir recht herzlich. In Korea gibt man sich die Hand übrigens mit zwei Händen. Für die Kameras. Ja. Wir können uns noch verbeugen. Also, das war die Popcorn-Challenge. Gamsahamnida, wir freuen uns über eure Likes und Abonnieren und ihr wisst schon, ne? Abonnements. Ja. Und alle für Instagram Hotline-Ding. Und hier nochmal.